Ja, hallo, grüß euch, da ist wieder Steve, der Flusswanderer, das mal wieder aus dem Outdoor-Studio. In der Episode werde ich euch wieder einen von meinen Ausrüstungsgegenständen vorstellen, und zwar einen ziemlich wichtigen, mein Bootswagen in Eckler Foldy. Satz dabei. Auf unsere Kanutouren wird der Eckler Foldy hauptsächlich zum Bootstransport im Zug und in andere öffentliche Verkehrsmittel verwendet. Er passt aber auch problemlos in jeden geräumigen Kofferraum und ist äußerst nützlich, wenn man das Boot zum Beispiel vom Parkplatz zu einem See transportieren will. Einen Wagen dieser Art würde man in Deutschland als Sackkarre bezeichnen, bei uns in Oberösterreich ist das ein sogenanntes Sorgrodel. Das Wagerl kann in drei verschiedene Varianten verwendet werden, wovon der erste Modus die Sorgrodel-Variante ist. Damit kann man das Boot im verbockten Zustand bequem transportieren und noch ordentlich Gepäck draufschneiden, wie zum Beispiel diese roten Grabnersäcke. Auch zum Transportieren von Wasser und Proviant nach dem Einkauf auf Tour ist der Wagen perfekt geeignet. Der zweite Modus ist die Variante als Bootswagen. Dazu macht man die Plastikschrauben an die Gelenke auf, faltet das Wagerl zusammen und schon hat man einen klassischen Bootswagen. Die Gurte zum Festzurren vom Boot sind schon am Wagen befestigt und müssen nicht separat mitgenommen werden. Nur wenn man sehr breite Boote wie zum Beispiel das Grabner Adventure transportieren will, muss man zusätzliche Verlängerungsgurte mitnehmen, weil die am Bootswagen befestigt nur um einen halben Meter zu kurz sind. Ein Flusswanderer, der alleine unterwegs ist, kann das Boot problemlos auf dem Wagen heben. Dazu richtet man den Wagen parallel zum Boot aus, hebt letzteres an der Spitze an und schaut, dass man es möglichst gerade auf dem Wagen platziert. Zu zweit ist das Ganze so einfach, dass schon fast fad wird, außer das Boot ist sehr schwer beladen. Der gelernte Flusswanderer hat aber auch für solche Situationen die passenden Tricks auf Lager. Der Eckler Foldy ist äußerst geländegängig, auch Gatsch und Schoder sind kein Problem für ihn. Durch die gerade Achsen ist er äußerst stabil und lässt sich im Fall der Fälle auch über eine senkrechte Betonböschung abseilen. Wenn der Wagen genau mittig unterm Boot platziert und perfekt austariert ist, lässt sich das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes mit dem kleinen Finger bewegen. Umtragungen von mehrere Kilometer Länge sind kein Tabu mehr. Du freust dich über einen kleinen Spaziergang, stößt dein Boot zwischen die Autos auf den Parkplatz und huckst dich gemütlich auf einen Kaffee oder auf ein Bier ins nächste Wirtshaus. Soviel also zu den ersten zwei Modi, dem Sorgrodel-Modus und dem Bootswagen-Modus. In der dritten Variante ist der Eckler Foldy flach zusammengelegt, wenn man auf Tour hinten am Boot verzurren möchte. Zusammengefaltet lässt sich der Wagen gut am hinteren Verdeck verstauen, am Grabner Explorer und Escape wird er durch die hintere Verdecktaschen automatisch mitbefestigt und muss nimmer extra verzurrt werden. Im Falle einer Kenterung halten die Taschen den Wagen zuverlässig am Boot, ohne dass irgendwas verloren geht. Für die Eklerwegen gibt es verschiedene Rahlen zur Auswahl, von denen ich bis jetzt zwei Varianten verwendet habe. Die Standardvariante ist ein ganz normales Luftrahl mit Gleitlager, das was man für wenig Geld in jedem Baumarkt kaufen kann. Alternativ gibt es auch nur pannensicheres Luftrahl, das was ein wenig schwerer ist, dafür aber ein Rollenlager hat. Darüber hinaus gibt es auch noch Rahlen, die was zur Gänze aus Kunststoff bestehen und nicht aufblasbar sind. Solche habe ich aber noch nie im Einsatz gehabt. Die schwarze Plastikachsen muss ich regelmäßig mit dem Imbusschlüssel anziehen, weil sie das drum ständig lockert. Ich habe es auch schon des Öfteren auf Tour verloren und dann beim Grabner nachbestellen müssen. Für den Rest der Tour habe ich dann oft sehr unorthodoxe Lösungen entwickelt, damit die Rahlen irgendwie bis daheim auf der Achsen halten. Einer von meinen größten Kritikpunkte an all diese Wegen sind diese goldenen Metallringe, mit denen die Rahlen auf die Achsen befestigt werden. Diese bläden Trimmer gehen auf jeder Tour verloren, oft ohne dass man es sofort bemerkt. Man braucht den Bootswagen nur ruckartig wo außerheben oder einen Türrahmen anstrafen und die Metallringe sind weg. Warum man sich da noch nichts Besseres einfallen hat lassen, ist mir komplett unbegreiflich. Auf 40.000 Kilometer im Zug und Bus mit dem Wagen habe ich sicher schon 20 von diesen Ringen verloren
Auch da habe ich mit der Zeit verschiedene Eigenlösungen im Einsatz gehabt. Mittlerweile befestigte die Rahlen einfach mit der Steve-Methode. Nix hält besser und länger. Ich habe den Wagen schon auf unzählige Touren im Einsatz gehabt, ohne dass die Kabelbinder einmal versorgt hätten. In der Zeit waren sicher schon wieder haufenweise Metallring-Jari gegangen. Die Reifen haben ein ganz normales Autoventil, über die man es mit jeder x-beliebigen Luftpumpen problemlos aufpumpen kann. Batschen habe ich dabei noch keine gehabt, nur beim Aufpumpen hat es mir einmal ein Rahl zerrissen. Mit den Standardluftrahlen wiegt der Foldy um die 5,2 Kilo, ist aber extrem stabil und hat mich noch nie im Stich lassen. Wenn ihr diese Eckler-Wegen in Verwendung habt, sucht euch auf jeden Fall einen gescheiten Händler, wo ihr Ersatzteile bestellen könnt. Ich hätte es ja schon direkt bei Eckler probiert, da habe ich aber noch nie eine Antwort auf meine Mails gekriegt. Im Großen und Ganzen sind diese Wegen recht brauchbar und solide, nur ein paar Details sind sehr undurchdacht und lieblos gelöst. Trotzdem gibt es für mich dabei keine Alternative. Ich habe meine Boote mit diesen Wegen schon hunderte von Kilometern durch die Gegend gekarrt und es werden sicher nur mehrere hundert dazukommen.